Die Touchpoints sind halt bestimmte Berührungspunkte, die, sag ich mal, immer, wenn es irgendeine Form von Kontakt gibt, stattfinden, die unterschiedlich von der Wichtigkeit her sind, unterschiedlich auch von der Intensität des Kontakts. Wie lange dauert der Kontakt? Ist das ein physischer Kontakt in Präsenz? Ist das ein Kontakt, weil nur eine E-Mail oder ein Anruf? Oder wie findet dieser Kontakt statt? Oder ist das ein Kontakt vielleicht nur über Webseite, Facebook-Post, Reel, keine Ahnung, auch das sind alles Touchpoints, die sowohl für externe wie auch interne Kunden dann entsprechend gelten. Und dann haben wir bei jedem dieser einzelnen Touchpoints nochmal wieder quasi das Wertesystem sozusagen der Kano-Ebene, dass wir sagen, Basisbedürfnisse erfüllt oder Basismerkmale erfüllt, Leistungsmerkmale erfüllt, wow, Begeisterungsmerkmale entsprechend erfüllt. Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir sprechen über die Customer Touchpoints. Wir haben jetzt in den letzten Podcasts immer wieder das Thema so ein bisschen einfließen lassen. Deswegen, ja, hat sich mir so der Eindruck vermittelt, dass das ein sehr wichtiger Bereich ist in der kieferorthopädischen Praxis und auch in jedem anderen Unternehmen. Customer Touchpoints, Kunden, Berührungspunkte, hört sich nicht so elegant an, aber sagt das, glaube ich, aus. Worum geht es denn? Also, was sind denn klassische Customer Touchpoints in der kieferorthopädischen Praxis jetzt? Ja, da muss ich leider wieder relativ allgemein drauf antworten. Touchpoints sind grundsätzlich irgendwelche Berührungspunkte, die man im Laufe seiner Customer Journey irgendwo hat. Ich würde jetzt direkt gleich gerne beide Bereiche aufnehmen, weil wir da auch immer wieder drauf zurückkommen, dass wir uns direkt von vornherein überlegen, dass es ja externe Customers, also externe Kunden und interne Kunden gibt. Das heißt, wir können bei den Customer Journeys einmal grundsätzlich eine Customer Journey von unseren Patientenkunden, aber auch von unseren Mitarbeiterkunden entsprechend genau anschauen und haben dort dann entsprechend ganz individuelle Customer Journeys und entsprechend auch ganz individuelle Touchpoints. Die Touchpoints sind halt bestimmte Berührungspunkte, die, sag ich mal, immer, wenn es irgendeine Form von Kontakt gibt, stattfinden, die unterschiedlich von der Wichtigkeit her sind, unterschiedlich auch von der Intensität des Kontakts. Wie lange dauert der Kontakt? Ist das ein physischer Kontakt in Präsenz? Ist das ein Kontakt, weil nur eine E-Mail oder ein Anruf? Oder wie findet dieser Kontakt statt? Oder ist das ein Kontakt vielleicht nur über Webseite, Facebook-Post, Reel, keine Ahnung, auch das sind alles Touchpoints, die sowohl für externe wie auch interne Kunden dann entsprechend gelten. Und dann haben wir bei jedem dieser einzelnen Touchpoints nochmal wieder quasi das Wertesystem sozusagen der Kano-Ebene, dass wir sagen, Basisbedürfnisse erfüllt oder Basismerkmale erfüllt, Leistungsmerkmale erfüllt, wow, Begeisterungsmerkmale entsprechend erfüllt. Und das ist erstmal so der erste Gedanke, der das Ganze nochmal so ein bisschen grob zusammenfasst in dem Bereich. Wo haben wir jetzt tatsächlich Punkte? Ganz, ganz klassische Punkte, gerade am Anfang der Behandlung, nehme ich einfach mal auf. Das ist so ein Standardprozess, den beginne ich auch meistens in meinen Coachings als erstes. Es ist nicht der einzige Prozess und es ist auch nicht der längste Prozess oder der kürzeste Prozess, aber es ist ein sehr wichtiger für den unternehmerischen Erfolg. Nämlich von dem ersten echten Kontakt des Patienten mit der Praxis unmittelbar, nicht mit der Kieferorthopädie, nicht mit Awareness oder so, sondern wirklich mit der Praxis und dem Start in eine Behandlung. Das heißt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess halt für das Unternehmertum, dass man sagt, okay, wir bahnen hier eine Behandlung an bei den Patienten, hier geht's los. Später natürlich kommt die Behandlung als solches mit allen möglichen Teilprozessen, Teiljourneys und so weiter, eine Customer Journey Map und abschließendes Offboarding ist dann genauso. Das ist so der erste Punkt. Und was haben wir dort als klassische Punkte? Quasi im Prinzip haben wir dort Erstkontakt als erstes, Erstgespräch, Anfangsdiagnostik, Planbesprechung, Start. Was sind es jetzt für Punkte? Erstkontakt könnte sein, Patient nimmt das erste Mal aktiv Kontakt mit uns auf, sprich, ruft an für einen Termin, kommt in die Praxis für einen Termin, bucht Online-Termin, geht auf die Webseite, fragt nach dem Termin, geht auf Facebook, Insta, was weiß ich, fragt nach dem Termin. Das ist so ein erster echter Kontaktpunkt. Dann das Erstgespräch, je nachdem, wie ihr das macht,
gehe ich jetzt nicht so sehr darauf ein. Die meisten machen das Erstgespräch klassisch in der Praxis. Das heißt, der Patient kommt in die Praxis und hat dort seine Mini-Customer-Journey des ersten Termins dann vor Ort. Und dann haben wir in der Regel die Anfangsdiagnostik als zweiten Termin in den meisten Praxen. Jetzt sagst du vielleicht, du machst das im ersten gleich mit. Will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Zweiter Termin ist das sehr häufig, hat so eine eigene Bedeutung nochmal. Dann kommt die Planbesprechung in der Regel. Das heißt, dort werden die Angebote vorgestellt, analysiert. So, was wissen wir jetzt aus dem Erstgespräch, aus der Anfangsdiagnostik? Was sind die besten Lösungsmöglichkeiten? Wie können wir dich therapieren und so weiter? Gleichzeitig Angebotsvorstellung, Preise und so weiter. Erfolgt dann dort alles. Und dann kommt im Prinzip der Start, der jetzt, sage ich mal, im ersten Moment, als man nichts weiter ist als eine Unterschrift unter einem Behandlungsvertrag und eine feste Vereinbarung. Jawohl, wir möchten die nächste Zeit zusammen verbringen in Form dieser Behandlung. So, ja. Das sind schon mal ganz klassische feste Touchpoints, die natürlich super wichtig sind, weil wenn man den Vertrag dann unterschrieben hat, hat man natürlich einen riesen Meilenstein in der gesamten Customer Journey dann erstmal erreicht. Aber es wäre dann quasi zu optimistisch gedacht, weil ich habe hier so ein bisschen provokant die Frage aufgeschrieben oder so ein Zitat aufgeschrieben. Ja komm, meine Patienten brauchen doch eh einen Kieferorthopäden. Warum soll ich mich überhaupt mit Customer Touchpoints auseinandersetzen? Weil nun, die haben, jetzt mal ganz flapsig ausgerückt, sie haben schiefe Zähne, sie wollen gerade Zähne, sie brauchen Kieferorthopäden, ich habe die Praxis gerade um die Ecke, läuft schon. Also das ist, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo es so viele kieferorthopädische Praxen gibt, sehr fahrlässig, oder so zu denken. Ja, erstens ist es fahrlässig und es ist auch einseitig betrachtet. Ich weiß, was du meinst und ich höre das immer mal wieder. Es gibt bestimmte Praxen, die glauben, dass das für sie so ist. Vielleicht ist es sogar auch für sie so. Ich lasse das mal einfach unkommentiert stehen. Erstens natürlich die Frage, welchen Anspruch hat man tatsächlich an sich selber und an die Entwicklung und an die Individualisierung. Wenn es einem total egal ist, was der andere dann empfindet oder wie das dann für den läuft oder wie das ist und er kommt sowieso, friss oder stirb, ja gut. Das Basis nach Kano, das Basismerkmal ist erfüllt, eine Behandlung wird durchgeführt auf irgendeine Art und Weise, der Rest fällt dann halt runter. Okay. So, jetzt haben wir aber noch die Kehrseite des Touchpoints. Touchpoint bedeutet ja natürlich auch, ein Touch entsteht ja nur, wenn zwei Oberflächen aufeinander zu einer Berührung kommen. Das heißt, wir haben einmal den Patienten, der Patienten kann sich aber nicht alleine einen Touchpoint geben, sondern er braucht auch die Praxis dazu. Und das bedeutet jetzt aber auch, wenn wir das quasi philosophisch ein bisschen weiter betrachten, nicht nur der Patient spürt irgendwas, sondern wir spüren auch irgendwas auf der anderen Seite. Das heißt, wir selber haben mit unserem Team, mit unserer Praxis, mit der entsprechenden Person, die dort an dem Touchpoint aktiv ist, auch ein bestimmtes Merkmal sozusagen, was dann festgestellt werden kann. Und auch das sollte entsprechend passen. Das heißt also, wenn wir so eine Friss- oder Stirb-Mentalität haben mit unseren Patienten, dann werden die Patienten sich wahrscheinlich auch ganz ähnlich uns gegenüber entsprechend verhalten. Und jetzt ist die Frage, wie kommt dieses Verhalten dann wiederum bei unseren Mitarbeitern an? Das wird dann auch, wir haben das an anderer Stelle mal gehabt, welches Niveau wollen wir dann da tatsächlich dort haben? Das wird natürlich dann auch dieses Pommesbuden-Niveau auf eine bestimmte Art und Weise dann wieder fördern. Das heißt, wenn da mal einer ankommt mit einem Sterneanspruch an uns, sei es ein Mitarbeiter von uns, dass man wirklich einen Top-Player hat, der sagt, ey, ich möchte wirklich hochwertigste Arbeit leisten. Und dann hat er nur mit so Patienten zu tun, ja, ich muss ja hier, es gibt keinen anderen, scheißegal, was hier gemacht wird. Und Hauptsache, die Zähne werden irgendwie gerade und keine Ahnung, egal, mach mal irgendwas. Das ist das Schlimmste, was so einem A-Mitarbeiter, so einem wirklichen Hochleister, was dem passieren kann. Weil der fühlt sich total gut gebürstet in seinem Wertesystem. Umgekehrt könnte es beim Patienten entsprechend auch sein. Das heißt, was macht denn dieser Mitarbeiter? Der wird resignieren und irgendwann wird er gehen. Ja, wie der Kunde vielleicht auch. Also wie der Kunde, der höhere Ansprüche hat, ne? Ganz genau. Ja. Also da muss schon ein gewisses Match sein. Und das heißt, hier ist dann auch wieder der Chef gefragt für eine entsprechende passende Kommunikation in beide Richtungen dann auch. Das heißt, okay, ich habe das Gefühl, ich kann hier Fließbandarbeit machen auf unterstem Niveau. Ich befülle nur die Basismerkmale nach Kano und so weiter. Alles andere ist mir scheißegal. Das ist schnell. Damit kann ich schnell Geld verdienen und bin zufrieden und alles gut. Fertig. So, das zieht natürlich bestimmte Patienten an. Das sorgt dann aber auch dafür, dass man bestimmte Mitarbeiter hat. Sprich, wenn man dann irgendwann mal eine Änderung vornehmen will in dem System, hat man ein Riesenproblem, die dann wieder entsprechend auch loszuwerden. Beide. Ja, klar. Ja, beziehungsweise eine Transformation hervorzurufen. Das funktioniert nicht. Die Menschen werden sich dort nur in einem geringen Rahmen, wenn überhaupt, ändern. Das heißt, man hat damit direkt ein fixes System geschaffen,
Das ist tatsächlich etwas, wo du schon mal an einer anderen Stelle gefragt hast, ja, Kundenzufriedenheit und so, wie kann man das denn verbessern und so weiter. Das ist auch wieder ein sehr verwobenes Konzept. Und auch gerade das sehe ich dann immer mal wieder so im Coaching oder so bei meinen Kunden dann. Das kann recht komplex werden, weil wir dann wirklich an den Stellschrauben innen und außen arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen dann erstmal klar anfangen zu kommunizieren. Was wollen wir? Wer sind wir? Was sind unsere Rollen? Was ist unser Angebot? Sind wir die Pizzeria oder der Sushi-Laden? In welchem Qualitätslevel arbeiten wir jetzt hier? Wollen wir die Pizza für 8,50 € verkaufen? Oder gehen wir auch wirklich mit frischen Zutaten daran und dann kostet die halt einfach 18 €? Das ist eine ganz andere Geschichte. Da sind die Stellschrauben dann in dem Moment. Aber würdest du denn sagen, ich finde das immer so spannend, wenn man so über diese Customer Touchpoints oder über die Customer Journey spricht. Das Erste, was einem halt einfällt, ist so dieses, ja, der Kontakt zwischen Praxis und Kunde. Also der Kunde kommt rein, sagt, guten Tag, ich habe einen Termin und blablablups. Aber die Customer Journey oder die Customer Touchpoints, wie du gesagt hast, die gehen ja schon viel, viel früher los. Also schon da, wo ich sage, ich möchte gerne einen Termin haben, ich google mal, wen gibt es denn so bei mir in der Nähe. Ich glaube, da geht es ja schon los. Würdest du denn sagen, dass das so ein kleines Problem ist oder ein kleines, großes Problem ist, dass die Praxisverantwortlichen die Customer Journey zu klein ansehen und dass sie sich gar nicht dieser großen Tragweite bewusst sind? 100%. Ein klassisches Beispiel ist wirklich genau in der Schnittstelle, dass die Webseite angeschaut wird. Also gibt es zwei Arten davon, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf ein Beispiel dort. Dass dann dieses quasi das klassische Problem von Overpromise Underdeliver dann entsprechend geleistet wird. Das heißt, die Leute gehen auf die Webseite, die sehen, oh, super geile Webseite, super toll designt, richtig schöner Stil, alles wird wunderbar dargestellt und wir sind die Besten, wir sind die Freundlichsten, wir sind die Tollsten. Null Wartezeit, super Erreichbarkeit, die nettesten Mitarbeiter, die du jemals auf dem Planeten gesehen hast, keine Ahnung, alles möglich. Und dann kommst du da rein, machst die Tür auf, der Linoleumboden rollt sich hoch in den Ecken, die Rezeptionistin, was weiß ich, hat schon ein bestimmtes Äußeres, wo man sagt, okay, passt das jetzt zu so einer Art von Praxis? Die sitzt am Telefon oder vielleicht noch nicht mal am Telefon, die dreht sich gerade um so, bespricht mit ihrer Verwaltungsmitarbeiterin, die da auch, ist da vorne, keiner interessiert sich für dich und dann denkst du auch schon, okay, das sah aber anders aus. Und da fängt schon Ja. an, da haben wir ein Problem. Wo wir dann wieder, wie wir das Beispiel schon mal hatten, okay, du hast jetzt gedacht, ich habe mir jetzt hier ein schönes, gut bürgerliches Restaurant ausgesucht, muss ja keine Sterneküche sein und jetzt bist du da in einer ultra abgenutzten Frittenschmiede. Wobei auch, ich habe nichts gegen Frittenschmieden, falls das jetzt jemand meint. Es Nein, gibt im ja auch nicht. Ruhrgebiet, es gibt mega tolle Frittenschmieden oder Belgien oder so, wo man sagen muss, Mensch, das Ja. ist richtig gut. Aber halt, ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Ja, Das die wird Erwartung wird nicht. halt in dem Moment nicht erfüllt, ne? Ja, die Das ist es Erwartung ist halt, definitiv genau. nicht erfüllt und es passt halt einfach überhaupt nicht. Und das sieht man tatsächlich. Und das ist auch, sag ich mal, genau der Punkt, wenn man nicht weiß, wo sind jetzt die Touchpoints, wo finden die statt, was dann dort gestaltet werden kann oder muss. Ja, die Ja. Website muss dann schon irgendwie zum echten Auftreten stehen. Die Leistungen, die man anbietet, die müssen dann auch passen. Das ist auch sowas, das kennt ihr von anderen Anbietern bestimmt auch. Ihr ruft irgendwo an beim Handwerker oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Ihr wollt irgendwas gemacht haben und dann ruft ihr da an. Und dann sagt er, ja, nee, das machen wir aber nicht. Und dann sage ich dann, ja, es steht aber auf der Website. Ja, keine Ahnung, was auf der Machen wir Website steht. nicht. Ja, haben wir seit 2003, haben wir die nicht mehr aktualisiert. Da kann irgendwas Ja. draufstehen. Ich sage Ihnen jetzt, das machen wir nicht. Ja, okay, danke für die Zeitverschwendung und dann auch noch für das patzige Ja. Gespräch, Vogel. Ja. Ja, aber das heißt ja theoretisch, dass an jedem einzelnen Touchpoint der Kunde ja die Möglichkeit hat zu sagen, nö, das passt mir nicht, je nachdem, was er selber für Erwartungen hat oder für, ja, was er für Ansprüche hat. Und kann an jedem auch noch so kleinen Touchpoint sagen, so, nö, finde ich jetzt blöd. Wartezimmer, hier zieht's, so nach dem Motto, also ne, so Kleinigkeiten. Ich suche mir jemand anderen. Ja, wäre theoretisch möglich, wenn wir nicht die Themen, die wir schon vorher auch schon mal angerissen hatten, nicht auch noch dann zur Hand hätten. Nämlich erstmal, dass wir möglichst genau beschreiben, was machen wir, was bieten wir an, wen möchten wir gerne haben. Und dann entsprechend auch nachkontrollieren, wer sind unsere Patienten, was wünschen wir. Das können wir zum Beispiel durch Zufriedenheitsbefragung, aber auch durch Beschwerdemanagement können wir da total gut nacharbeiten. Jetzt kommt wieder, was wir vorher auch schon mal hatten, sollten wir Beschwerden und solche Dinge dokumentieren? Ja, auf jeden Fall, weil jetzt haben wir nämlich ein Portfolio an möglichen Problemen, die bei uns auftreten könnten, die wir antizipieren können. Dementsprechend können wir unsere Touchpoints vorbereiten.
vorbereiten. Dass wir zum Beispiel sagen, ja, wir sind die schönste Praxis auf der ganzen Welt, aber leider sind die Parkplätze 15 Minuten entfernt. Keine Ahnung. Ist oder aber realistisch und ehrlich, ne? Ist wieder genau. Mit der Reise von München nach Hamburg. Dauert halt ein paar Stunden. Planen Sie bitte 10 Minuten mehr Zeit ein. Weil die Parkplatzsuche kann manchmal ein bisschen spannend sein. Aber wir haben was Gutes. Spannend. Wir bezahlen dafür Ihr Parkticket, was Sie dann hinterher nehmen müssen. Weil das kriegen Sie in der Praxis zurückerstattet. Keine Ahnung. Da schließt sich dann der Kreis. Man hat das Problem antizipiert und irgendeine Teillösung meinetwegen gefunden. In dem Bereich, die das dann wieder angenehm macht. Aber wenn dann einer sagt, ja, okay, ich muss dann vom Parkplatz vielleicht noch 10 Minuten laufen, in der Kieferorthopädie ist das in der Regel kein so ein Riesenthema standardmäßig, aber jetzt nehmen wir mal eine orthopädische Praxis, wo jetzt vielleicht jemand hingeht, weil er ein entsprechendes körperliches Gebrechen hat, der kann gerade nicht laufen und dann soll er 10 Minuten entfernt parken. Ja, die Praxis, die wird nicht benutzt werden von der Person, weil es passt einfach. Die können so nett sein, wie sie wollen, aber wie kommt er denn vom Auto weg? Ja, klar. Und das ist dann die Kenntnis wieder. Und da sind wir halt auch wie Customer Journey. Wir sind die Reiseführer. Wir müssen genau klar machen, das ist unser Reiseprogramm. Das sind die Punkte, die wir dort abgehen. Das können wir machen. Das sind optionale Events, die man da kann man sich verabschieden von der Gruppe. Da kommt man wieder zurück. Da wird man aufgenommen und so weiter und so fort. Ja, damit einem nicht das passiert, was man immer wieder in der Zeitung jetzt liest, im vorgezogenen Sommerloch. Acht Personen kamen zu spät zum Kreuzfahrtschiff zurück und es war schon abgelegt. Ja, das steht auch in der Zeitung, wo man sagt, okay, ja, Customer Journey war halt scheiße. Ja? Hat nicht so ganz, im wahrsten Sinne des Wortes, die Journey hat nicht so ganz funktioniert. Genau, damit war die Journey zu Ende. Aber wenn ich das dann abschließend zusammenfasse, heißt es, die Customer Journey, also die Customer Touchpoints, wenn ich an denen arbeiten möchte, wenn ich die weiter optimieren möchte, brauche ich nicht nur so dieses Bewusstsein dafür, wann wer mit meiner Praxis in Kontakt kommt, sondern auch, über was wir schon gesprochen haben, das Beschwerdemanagement und diesen Gedanken an die Ganzheitlichkeit der Praxis. Das heißt, dass die Mitarbeiter auch quasi alle involviert werden müssen, damit das Ganze zu einem runden Thema wird an jedem Touchpoint. Das könnte man so runterbrechen, oder? Genau. Es gibt bestimmte Touchpoints, die wir nicht vermeiden können. Es gibt Touchpoints, die können wir selbst designen. Das heißt, wir können sie auch selbst einstreuen. Das zwischen zwei Standard-Touchpoints. Also nochmal ein ganz kurzes Beispiel dort, wie man die Touchpoints auch aktiv gestalten kann und ergänzen kann. Wir hatten ja gerade einmal gesprochen, die Touchpoints, Erstgespräch, Anfangsdiagnostik, Planbesprechung, Start beispielsweise. Jetzt ist es so, dass in der Regel die Planbesprechung bei den meisten Praxen recht langer Termin ist, so 30 bis 45 Minuten, manchmal länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber schon eine erhebliche Zeit. Das heißt, wenn der Patient also nicht kommt zu diesem Termin, ist dort ein erheblicher Verlust für die Praxis, eine große Zeitverschwendung, was wir an anderer Stelle auch schon mal hatten. So, das heißt, wenn man jetzt also quasi seine Praxis irgendwo hat, wo die Patienten sagen, eine Praxis in Italien, wo die Praxis sagen, ja, ich habe einen Termin, aber komm, 15 Uhr, kann auch 15.30 Uhr sein, ach, weißt du, das Leben ist so schön, ne? Ich war jetzt gerade ein Eis essen und da konnte ich jetzt nicht kommen. So, in dem Fall kann es natürlich sinnvoll sein, wenn wir dann auch wieder einen Touchpoint oder zwei Touchpoints meinetwegen dazwischen haben, wo du sagen, so, denk dran, nächste Woche ist dein Termin, wo wir alles zusammen besprechen. Und dann nochmal, hallo lieber Patient, morgen ist dein großer Termin. Wir haben alles für dich vorbereitet, wir freuen uns schon auf dich. Das heißt, um zu antizipieren, was ist da los? Oder jetzt nochmal das letzte Beispiel, der größte Fehler von allen, eine Planbesprechung, dann kriegen die Patienten ihren Heil- und Kostenplan mit und dann gibt es keinen Folgetermin. Die sind einfach weg. Na gut, okay. Und die kommen vielleicht nie wieder. Das heißt, da designe ich sofort, die kommen direkt, kriegen einen festen Termin wieder und die werden auch in regelmäßigen Terminen entsprechend wieder nachkontaktiert. Okay, hast du noch Fragen dazu? Wie sieht es denn aus? Hast du dich schon entschieden? Wobei brauchst du noch Unterstützungshilfe? Und so weiter. Können wir dir hier noch was erklären? Und sag dir das Angebot denn zu? Brauchst du noch irgendwas für deine Entscheidungsfindung? Und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Basis, ja klar. Ja, und so hat man wieder neue Touchpoints möglicherweise geschaffen, die man aktiv gestalten kann, um dort zu kontrollieren. Das heißt also, Kontrolle über die Touchpoints, selber designen, die Touchpoints, wie du sagtest, ganzheitlich von beiden Seiten aus sehen. Das heißt, der Patient kommt in Berührung mit der Praxis. Das heißt, ich muss mir angucken, die Perspektive des Patienten und ich muss mir die Perspektive der Praxis anpassen. Und beides muss stimmen. Erwartungshaltung in beide Richtungen muss auch entsprechend durch Kommunikation nach außen, Marketing und dann Fulfillment, also dass wir es auch wirklich umsetzen, was wir besprechen, gegeben sein. Also das war jetzt nochmal quasi echt kompakt zusammengefasst, das Thema Touchpoints.